Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich habe euch heute Mittag ja Crux Fermentation Project aus Bend vorgestellt. Habe auch mit Larry, dem Owner, gesprochen und Larry hat mir ein Bier mitgegeben, von dem er sagte, probier das mal, das schmeckt nach Weihnachtsstrudel. Und zwar ist das der Freak Cake, auch aus der Banished Holzfass Serie. Und kommt in dieser schmucken 0,33 Liter Flasche. Und ich muss jetzt mal vorlesen, was da drin ist. Free Cake, all brewed with spices and with dried fruit added. Und im Konkreten heißt das, hier wurde ein Old Brown, also ein Old Brewing belgisches Bier gebraut. Und da wurden extra belgische Röstmalze reingegeben und Zitronen- und Orangenschale und dann wurde das Ganze einer zweiten Gärung mit Brettanomyces unterzogen und da kamen dann nochmal Sauerkirschen, Trauben, Rosinen, Cranberries und Feigen dazu und das Ganze wurde dann noch ein bisschen saurer eben durch diese Feigen und die Frage zum Schluss ist, want something even freakier? Lock it up in a cold, dark place for a few years and see what happens. Also, dieses Bier durchaus lagerfähig. Leider in dem Fall bei mir jetzt nicht der Fall. Ich habe mir diese Flasche, und da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hatte ein bisschen Angst, dass die mir im Koffer kaputt geht. Aber sie hat es tatsächlich überlebt. Das ganze Bier 10,5 Volumenprozent Alkohol, 35 Bittereinheiten und 375 Milliliter. Also noch ein bisschen mehr Spaß. Und nach den Erfahrungen mit den Crux Bieren habe ich jetzt schon meinen Korkenzieher hier parat gelegt. Schauen wir mal, ob ich das hier oben abbekomme. Das ist eine dicke Wachsschicht oben drauf und die muss erstmal runter, dann kommt ja die Kappe zum Vorschein und wenn wir die dann runter haben, dann würde es mich wundern, wenn da nicht drunter wieder ein Korken ist. Ich mache das jetzt dieses Wachs hier mal ganz ab, nicht, dass mir dann nachher noch was ins Bier bröselt. So, also Korken. Passiert nichts, aus gutem Grund, denn da ist der tatsächliche Korken drin. Und da kommt jetzt mein Korkenzieher zum Einsatz. Diesmal bin ich vorbereitet. Papp, hallihallo. Da ist ein bisschen... Ich sag jetzt nichts. So, dann schauen wir mal, was da den Weg ins Glas findet. Das ist doch, würde ich mal sagen, farblich geht das so Richtung Mahagonibraun. Der Schaum hat ein bisschen gebraucht, der ist im Augenblick noch ein Finger breit und leicht beige. Haftet auch herrlich im Glas. Macht jetzt nicht den allerstabilsten Eindruck. Ein bisschen ungelähmt. Uiuiui. Also Kirsche ist da ganz stark drin, Rosinen, Bourbon, so eine Whisky-Note. Was ich vergessen habe, ich habe das Bier und ich habe darüber ein bisschen gelesen. Es wurde geraten, das durchaus wärmer zu trinken, weil sich dann diese ganzen Fruchtaromen deutlich besser entfalten. Ich würde jetzt mal sagen, ich liege hier so irgendwo bei 11, 12 Grad, habe ich das Bier erwärmt. Also wie so manches andere Starkbier auch. Ah, es hat auch so eine schöne Brettnote. Riecht also Brett, diese muffige Pferdedecke. Ja, in diesem Sinne, cheers. Ich erzähle euch die Tage mal eine Geschichte über ein Bier, was ich in Kanada getrunken habe. Da ist Sauerkirsche mit dabei. Da ist eine
leichte, molassige Süße mit dabei. Da ist Holzfass mit dabei. Da ist Vanille mit dabei, die offensichtlich über das Eichenfass kommt. Da ist Feige mit dabei, da ist Rosine mit dabei. Und ja, es hat auch so eine leichte, unterschwellige, röstmalzige Note. Und das Ganze zusammen tatsächlich hat was Weihnachtliches. So diese geht allerdings für meine Begriffe eher so in diese Richtung des englischen Plum Puddings als jetzt zwingend in die eines Christstollens. Aber Larry meinte Christstollen. Wie gesagt, ich bin da eher mehr auf der Plum Pudding Seite zu Hause, aber er ist vom Geschmack her sehr, sehr schlank. Hat eine ganz, ganz sanfte Kohlensäure nur. Hat auch so eine schöne, leichte Textur. Hat hinten raus deutlich mehr Karamell. Das Bier wird trockener. Es kommt deutlich mehr Säure auf. Sind Rosinen mit dabei. Und im Hintergrund, da ist noch, ja, das schmeckt ehrlich gesagt, das schmeckt so ein bisschen nach diesem fluffigen Donut. Für mich ein ganz, ganz großes Bier. Der Freak Cake von Crux Fermentation Project aus Bend in Oregon, aus der Banished Serie 2016. Und ich muss jetzt gerade ein bisschen überlegen, wir müssen ja zur Wertung kommen. Ein unfassbar komplexes Sauerbier. Schön fruchtig, ob der Komplexität trotzdem gut trinkbar. Holzfass gelagert, hat alles vom Holzfass, Eichenfass, Vanillenoten, Brettanomyces ist mit drin. Also eigentlich alles, was man so in einem Bier nur vereinen kann. Und das Ganze aber in einer eigentlich sehr harmonisch abgestimmten Art und Weise. Es ist wirklich ausbalanciert, dieses Bier. Da ist nichts, was vordergründig ist. Das ist weder etwas, was jetzt, obwohl es Freak Cake heißt, irgendwie in die freakige Richtung abdriftet. Hat natürlich für manche Leute schon gar nichts mehr mit Bier zu tun. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das tue ich selten, Freak Cake von Crux Fermentation Project in der 2016er Variante. 5 von 5 möglichen Punkten für Crux Fermentation Project Freak Cake aus Bend in Oregon. Und solltet ihr mal in der Nähe sein, dann solltet ihr es nicht verpassen, das ein oder andere Bier im Taproom zu trinken. Wie der ausschaut, das habt ihr auch am Mittag im Video gesehen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut einfach mal im Kanal vorbei und schaut nach Crux Fermentation. Wir haben da zusammen Hopfen gepflückt, ein Grünhopfenbier zusammengebraut. Und wie gesagt, mit Larry, dem Besitzer, habe ich dann auch geplaudert. Und er ist immer froh, wenn Leute aus Europa bei ihm vorbeischauen. Sagt auch im Video, könnt ihr euch dann drauf berufen. Wenn ihr wisst, wo es die Crux-Biere vielleicht irgendwo in Europa zu kaufen gibt, ich bin für sachdienliche Hinweise sehr, sehr dankbar. Wenn ihr das Bier kennt oder andere Crux-Biere schon mal getrunken habt, schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Ich freue mich drüber und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Bier hier bei Probiert TV. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers. Supergeil.